It got me stone cold. Wir sind an der Stelle gescheitert. Wir haben es leider nicht geschafft. Guten Morgen. Ja, wir haben hier eine sehr schöne Nacht auf dem Furka-Pass verbracht. Schön schattig kalt draußen. Das mit der Milchstraße klappte gestern Abend leider nicht mehr, weil es bewölkt war. Wir haben dann noch einen Moment das Ganze im Auge behalten, haben uns aber dann dafür entschieden, dass es keinen Sinn macht, weiter wach zu bleiben, die Milchstraße zu fotografieren, weil einfach viel zu viele Wolken da waren. Sah aus dem Satellitenbild auch überhaupt nicht gut aus. Deswegen sind wir noch ein Stück höher gefahren und ja, haben dann da auf dem Parkplatz genächtigt. Und ja, jetzt sieht es zumindest so aus, dass man nicht mehr so viel Nebel hat. Man sieht ein bisschen mehr, da hinten liegt noch schön Schnee auf den Bergen. Also an sich eine coole Sache. Wir gehen jetzt hier auf dem Furka-Pass mal zu so einem Aussichtspunkt. Eigentlich wollte ich gerade die Drohne hier steigen lassen, dann habe ich aber die App nochmal direkt gewarnt. Hier ist eine Flugverbotszone. Habe ich mich dann natürlich auch wieder dran gehalten. Das bedeutet aber gleichzeitig, es gibt kein Drohnenmaterial von hier. Wir werden jetzt mal schauen, wie ansonsten die Aussicht von hier vorne so ist. Jetzt zieht hier wieder ordentlich Wind und Nebel auf. Wir werden uns jetzt hier mal wieder auf den Weg machen und von hier wegfahren und uns nochmal eine weitere Location raussuchen. Wahrscheinlich wieder mit einem Wasserfall, weil viel anderes bietet sich an der Stelle jetzt tagsüber hier auch nicht an. Und jetzt zieht immer wieder so Nebelschwaden durch, also total geil. I'm breathing just to feel my body. You're screaming just to say you're sorry. When you don't turn out the way you planned. It was more than a feeling. From the floor to the ceiling. Was wir außerdem noch festgestellt haben, wir haben ja auf der Tour noch was anderes vor. Und dafür haben wir uns so 5-Minuten-Terrinen gekauft. Die haben irgendwie diesen Luftdrucksunterschied. Wir sind jetzt hier über 2000 Meter hoch. Nicht so richtig mitgemacht. Die sind hier so aufgeploppt und zwei Stück davon sind auch wirklich aufgegangen dabei. Also das kann man an der Stelle nicht empfehlen. Die sind nicht wirklich höhentauglich. Ja, bis gerade war es hier noch ganz ordentlich am Regnen. Jetzt ist es aber zum Glück trocken. Es klart auch langsam so ein bisschen auf, sodass man zumindest mal so ein bisschen was sieht. Wir sind von daher recht zuversichtlich, dass es ganz gut klappt. Das hier ist dann wirklich mal so ein Ort, wo man sagen kann, gut, dass man hier mit dem Auto nicht hinkommt, weil so ist es halt viel idyllischer und es sind viel weniger Leute hier.
Also das Ganze hat sich jetzt auf jeden Fall megas gelohnt. Ja, sehr cool da oben, schön ruhig. Nicht wer weiß wie viele Leute da oben. Das Wetter hat an der Stelle auch mitgespielt und ja, so konnten wir ein paar coole Fotos von dem Wasserfall machen. Und ja, jetzt machen wir uns wieder in Ruhe auf den Weg zurück zum Auto. Nach unserer Wanderung waren wir jetzt noch kurz an der Gotthard-Raststätte. Dort waren wir in unserem letzten Schweizurlaub auch schon mal und haben uns dort noch eine kleine Dusche genehmigt. Und ja, jetzt wollten wir eigentlich nochmal auf den Furka-Pass fahren, weil Julian und Lars da irgendwie fototechnisch nur was geplant haben. Hatten wir eigentlich, ja. Dann sind wir aber hier hingefahren und wir hatten sowas von krass viel Nebel. Also man hat wirklich 10 Meter noch was gesehen. Teilweise waren es gefühlt 5 Meter. Das ist ja okay, wenn das mal für ein paar Meter ist oder so. Aber so noch auf den Furka-Pass zu fahren, in dem Wissen, das kann da an jeder Ecke wiederkommen und eine Aussicht auf ein Foto zu haben, ja, was jetzt nicht so wirklich gegeben war, haben wir uns dazu entschieden. Also wir sind irgendwann einfach rechts rangefahren und ja, haben da mal kurz mit Müller gesprochen und sind jetzt letztendlich hier einfach auf den Parkplatz gefahren, auf dem Weg, weil wir gesagt haben, wir haben keinen Bock mehr bei dem Wetter weiterzufahren. Also das war echt richtig krass. Ja, und jetzt werden wir hier eine Nacht verbringen. Dann wollen wir morgen irgendwo schön was essen gehen und dann bereiten wir uns auf das große Abenteuer der Fahrt vor. Also wir werden die hierauf folgende Nacht nicht im Locker verbringen. Und ja, deswegen werden wir jetzt diese Nacht nochmal richtig schön hier drin schlafen. Und ja, dann sind wir mal gespannt, was uns da so erwartet. Das hier war dann gestern Abend unser Notstellplatz, als wir wirklich nichts mehr gesehen haben. Sieht heute hier schon wieder was besser aus. Ist eigentlich ganz schön hier. Gut, liegt halt an der Straße. Aber nachts war das hier an der Stelle kein Problem und es war eigentlich ziemlich ruhig. Wir bereiten uns jetzt vor für unsere Nacht außerhalb des Dockers. Ja, da müssen so einige Sachen gepackt werden, gerade auch fotomäßig, muss man alles irgendwie in einen Rucksack für eine Nacht reinbekommen. A little crazy for you now. A little crazy for you now, baby. I'm a little A little crazy for you now. A little crazy for you now. Julian, wollen wir nicht einfach die Bergbahn nehmen, damit hochfahren? Wäre eigentlich die Idee, ne? Nachdem wir jetzt die Rucksäcke dann mal fertig gepackt haben und die einfach mal aufgezogen haben,
Ja, zweifle ich so ein bisschen daran, dass ich das 500 Höhenmeter hochgetragen bekomme. Ja, aber so ist das am ersten Mal. Man muss immer erstmal die Erfahrung sammeln, um überhaupt zu verstehen, worauf man achten muss und worauf man gucken muss nach. Da kann man sich hinterher so viel anschauen, wie man will. Ich will nicht wissen, was das Ding wiegt. Ich wollte eigentlich meine Kofferwaage mitnehmen, habe ich leider zu Hause vergessen. Also ich würde sagen, 20 Kilo sind das mindestens. Und die da hoch zu juckeln, könnte auf jeden Fall lustig werden. Ich bin mal gespannt, was das gibt. Der Hanna haben wir an der Stelle extra etwas weniger Gepäck gegeben. Sieht immer noch nach viel aus. Aber es ist letztendlich nur ihr Schlafsack und ihr Schlafzeug. Zelten und so weiter habe ich hier hinten drin. Jetzt waren wir hier noch nahe unseres Ziels. Schön einmal essen. Ja, ich kann mir jetzt gerade noch nicht so richtig vorstellen, den Berg hoch zu gehen nach dem Essen. Ja, wir haben zum Glück jetzt noch einen Moment Zeit, fahren dann jetzt einmal zu unserem Parkplatz. Ja, und dann werden wir uns langsam auf den Weg auf den Berg machen. Wir sind an der Stelle gescheitert. Wir haben es leider nicht geschafft, entsprechenden Zeltplatz zu finden, wo wir nicht, wer weiß, wie im Nebel hängen. Wir haben jetzt drei verschiedene Plätze angefahren, die wir uns rausgesucht haben. Und auf jedem Platz haben wir so eine übelste Nebelsuppe. Das Problem dabei ist, wir finden nicht mal einen Platz, wo wir vernünftig die Milchstraße fotografieren können. Wir finden nicht mal einen Vordergrund, wenn wir den Ort nicht kennen. Also haben da keine Chance, irgendwie groß zu agieren. Sind beide irgendwie sehr enttäuscht, weil wir das wirklich so als Ziel des Urlaubs hatten, uns jetzt auch mega drauf gefreut haben und das Ganze jetzt so leider nicht klappt. Ja, Rucksack umsonst gepackt, den ganzen Kram umsonst mitgenommen. Wir haben uns halt jetzt echt mega darauf gefreut, aber ja, es soll anscheinend nicht sein. Wenn man drei Spots anfährt und überall diese Nebelsuppe hat, dann soll es nicht sein. Es soll aber irgendwann wohl im Laufe der Nacht aufklaren und von daher werden wir jetzt nochmal zurück zu dem Hotel auf dem Furka-Pass fahren und da das Milchstraßenbild mitnehmen, was wir unbedingt machen wollten. Ja, so ist es eben mal. Mal gewinnt man und mal verliert man. Wir haben an der Stelle wieder verloren, wobei wir es halt so sehen, wir haben wieder an Erfahrung dazu gewonnen, können jetzt unsere Wetterprognose je nachdem noch ein bisschen besser machen, weil wir noch so ein paar Sachen gesehen haben, wo wir da vielleicht noch ein bisschen besser drauf achten können. Und ja, so werden wir da in Zukunft hoffentlich aus der ganzen Sache jetzt hier lernen. Wobei uns das heute Abend jetzt auch nicht weiterhilft wirklich und ja, ist halt einfach schade. Ist auch schade für euch, dass ihr jetzt nicht seht, wie wir da zelten gehen, aber so ist es eben manchmal. Never felt more like a winner than I do. Ja, es nützt alles nichts. Jetzt fange ich damit an, hier den gepackten Rucksack soweit wieder auszupacken, alles wieder in den Ausgangszustand zu versetzen, ohne es genutzt zu haben. Das tut an der Stelle schon so ein wenig weh. Was mir persönlich am besten gegen Frust hilft, ist Essen. Deswegen gab es hier gerade erstmal ein richtig schönes Abendessen. Die Hanna holt jetzt gleich noch das ein oder andere Stück Schweizer Schokolade aus dem Kühlschrank. Und ja, dann essen wir uns den Abend schön, wobei, wie gesagt, wir werden hier trotzdem wahrscheinlich immer die Chance haben, die Milchstraße zu fotografieren, haben hier immer noch eine geile Aussicht. Wir sind jetzt wieder an dem Hotel hier, ja, sind zwar jetzt nochmal am gleichen Spot, aber ja, wir haben ihn halt noch nicht mit der Milchstraße bekommen, deswegen wollen wir das jetzt machen und der lag halt in der Nähe, ohne jetzt nochmal, wer weiß, wie weit zu fahren. Und ja, von daher wollen wir das jetzt mitnehmen. Das Interessante ist an der Stelle trotzdem, wir stehen jetzt hier am selben Ort wie bereits zuvor und machen hier jetzt nochmal einen Zeitraffer in die Richtung. Diesmal aber halt nicht einfach mit der GoPro, sondern diesmal ein bisschen professioneller, mit der Kamera richtig und mit der entsprechenden Ausstattung, um gute Zeitraffer hinzubekommen. Ja, und ich bin mal gespannt, wenn ich das dann mal direkt miteinander vergleiche. Klar, technisch ist das auf jeden Fall die bessere Lösung, aber was kommt hinten bei raus? Was sieht an der Stelle besser aus? Das Ganze könnt ihr natürlich auch gerne einmal entscheiden. Ich blende euch noch einmal das Zeitraffer der GoPro ein und das Zeitraffer danach, was ich mit der Kamera aufgenommen habe. Dann könnt ihr das Ganze einmal selbst entscheiden. Honey, I've been racing the wind like a bird.
chasing the wealth of the world. But it fades when you're near. So tell me where we go from here. Was an der Stelle auf jeden Fall schon mal richtig gut ist, ist, dass man jetzt sieht, dass es hier hinten so langsam aufklart, dass jetzt immer weniger Wolken am Himmel hängen. Und ja, dass wir dann später da vielleicht auf jeden Fall die Chance haben, hier an der Stelle die Milchstraße zu fotografieren. Der Mond ist hier oben jetzt auch am Start. Wir haben inzwischen schon Halbmond. Es sollte aber trotzdem hier einigermaßen gut möglich sein, die Milchstraße zu fotografieren, trotz des Mondes. Vorteil an der Stelle vom Mond ist sogar, dass wir hier den Vordergrund eben natürlich in gewisser Weise noch beleuchtet haben und so dann auch ordentlich im Vordergrund noch was erkennen. Und daher werden wir wahrscheinlich hier ohne weiteres auch einen guten Single-Shot hinbekommen. Wir stehen jetzt inzwischen über 3 Stunden hier draußen, machen die verschiedensten Fotos. Der Mond ist da hinten jetzt auch untergegangen. Man konnte zusammen mit dem Mond halt sehr coole Fotos hier machen von dem Hotel, weil das Hotel dann nochmal schön angeleuchtet war. Jetzt kann man natürlich nochmal umso besser die Milchstraße fotografieren, wo der Mond an der Stelle jetzt weg ist. Ja, wir werden jetzt hier noch ein paar Fotos machen. Das Zeitraffer läuft da hinten auch weiter. Da bin ich mal sehr gespannt auf das Ergebnis. Ja, und ansonsten werden wir uns dann gleich irgendwann ins Auto begeben, schönen Schlafplatz suchen, nochmal morgen richtig schön eine Runde ausschlafen, bevor es dann auf den Weg nach Hause geht. Guten Morgen. Ja, wir haben unsere letzte Nacht jetzt hier auf dem Furka-Pass verbracht beim übelsten Wind. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich heute noch doch sehr froh war, dass wir nicht im Zelt geschlafen haben. Nicht, dass uns der Laden hinterher weggeflogen wäre. Ja, von daher sind wir eigentlich zufrieden. Ich bin mega happy mit den Milchstraßenbildern von gestern. Der Abend hat echt diese schlechte Stimmung von den Zelten wieder weggemacht. Wir hatten richtig gute Laune. Hanna hat auch ein paar Milchstraßenfotos gemacht. Hab mich mal versucht. Genau, bin ich mal gespannt, was dabei rumgekommen ist. Müssen wir mal zusammen nachbearbeiten. Ja, ansonsten müssen wir heute leider bei bestem Wetter Abschied aus der Schweiz nehmen. Abgesehen vom Wind ist es jetzt, wie gesagt, komplett klar. Die Sonne scheint, es wird schön warm. Da könnte ich jetzt auch schon irgendeinen See hier fahren und da schwimmen gehen. Aber gut, so ist es halt. Der Urlaub ist zu Ende. Genau, die Arbeit ruft. Ja, und wir machen uns jetzt auf den Weg nach Hause. Auf dem Weg nach Hause werden wir nochmal kurz einen Abstecher in einem Supermarkt machen, dass wir nochmal die Schokobestände auf jeden Fall auffüllen können, nachdem wir jetzt wissen, welche Schweizer Schokolade bzw. weiße Schokolade die richtige ist. Ja, und ansonsten sagen wir an der Stelle schon mal ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, wie immer gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr zukünftig bei solchen Touren dabei sein wollt, gerne das Ganze abonnieren. Die Glocke noch aktivieren, dann verpasst ihr auch keine Videos und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns spätestens dann auf der Sommertour. Ciao. Tschüss. Tell me where we go from here. If you'd hate the ocean, then I'd turn the water to land. If you'd miss the sunlight, I'd fill up the cups in my hands. And honey, I've been racing the wind like a bird, been chasing the wealth of the world. But it fades with you. Cause honey, I've been racing the wind like a bird, been chasing the wealth of the world. Ooh, every stone I've turned, I've spoken out every word, but it's
tell me where we go from here.